Ladies and Gentlemen, willkommen bei der neuen Folge der Coray Sanchez Show. Heute live aus der wunderschönen Villa Felber. Wir besuchen den Danny Felber, einen legendären Jazzmusiker. Die Koryphäe an der Trompete, meine lieben Freunde. Hat es aus der Schweiz um die ganze Welt herum geschafft mit seiner Musik. Unglaublich vieles erreicht. Wie er es geschafft hat, erzählt er uns selber. Und wir dürfen natürlich einen Einblick in die Villa Felber haben. Ich würde sagen, kommen am besten mit. Wir starten einmal, Freunde. Kommen mit. Ich muss sagen, das Reinkommen gefällt mir schon. Der Empfang auf jeden Fall ist wunderschön, wie man es sich wünscht. Schaut euch das. Und da ist er schon, der Man himself, der Danny Felber. Freunde, kommen wir mit mir. Danny! Hello, man! Good to see you! Good to see you too. Schön, dass wir da sind, gell? Ciao! Hi, wunderschön hast du es. Dankeschön. Und ich habe noch ein bisschen Sonne mitgebracht. Nicht immer, aber ein bisschen habe ich mitgebracht. Perfekt. Freunde, das ist der Danny Felber. Wir sind hier vor der Villa Felber. Sag uns mal, wo sind wir da genau? Was passiert hier in der Regel? Da sind wir erstens mal am Bodensee. Wunderschön. Thurgau, Ermatingen, das ist mein Privathaus und da finden Events und Konzerte und Hochzeiten statt. Und Hochzeiten? Wunderschön, also das heisst, hier passieren unvergessliche Momente. So ist es genau. Ich würde sagen, du zeigst uns mal, was du uns möchtest zeigen und was die Zuschauer sehen sollen, damit sie mal ein bisschen Einblick in deine Welt bekommen. Genau. Gehen wir zuerst rauf und schauen uns diese wunderschöne Aussicht an. Jawohl. Freunde, kommen wir mit. Wir mal raufstehen und da ist die schöne Aussicht anschauen. Ja. Das ist, Freunde, schaut mal die Aussicht an. Ja, da kommen wir auf gute Gedanken, nehme ich an, Dani. Wenn wir draußen hocken am Abend. Genau. Durch so ein wildes Leben, da sammelst du auch ein bisschen Ruhe in dem Fall. Das ist Ruhe, Inspiration, genau. Pur, auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir am besten in den Club rein und zeigen euch mal, wo die Events stattfinden. Follow me. Jetzt seht ihr, wo richtig noch Feste gefeiert werden. He? Du hast ja internationalen Besuch aus der ganzen Welt, die renommiertesten Musiker in ihren Bereichen, Grammy-Gewinner. Legenden sind da. Kommen genau. Hier auf Ermatingen? Du bist nicht Danny. Sehr, ich natürlich, kenne ich sehr viele Musiker. Thomas Questhoff war schon da mit mehreren Grammy. Albert Hammond war schon mehrere Mal da. Wir haben auch Produktionen zusammen gemacht. Candy Dulfer mit der Prince Band war schon ein paar Mal da. Prince Band, Freunde? Till Brönner und sehr, sehr viele bekannte Leute kommen hier mich besuchen. Und spielen dann da. Und mit dir jammen? Yeah, exactly. Some real music, Freunde. Wir werden noch einmal sehen, wie wir zwei zusammen noch spontan einen Jam machen. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Freunde, ihr seht, hä? Das nennt man eine Konzertlocation, Freunde. Villa Felber in Ermatingen. Im Paradies, mitten im Kuchen. Hoffen wir, lassen es gleich wieder mal richtig krachen, Freunde. Bleibt drauf, auf jeden Fall. See you here. Ja, ganz genau. Ihr wisst jetzt, woher dass es geht. Meine lieben Damen und Herren, wir sind in der Villa Felber mit dem Danny Felber. Schön, bist du da. Schön, dass wir da sind. Schön, sind wir da. Dani, wir starten gerade. Ich habe ein paar spannende Fragen vorbereitet, die mich und das Publikum sicher brennend interessiert. Die erste ist die, wir sind hier in dieser wunderschönen Villa Felber. Und es gibt aber Tausende von Musikern in der Schweiz, die gerne etwas erreichen würden, gerne vielleicht so etwas erreichen würden. Aber nur, wenn überhaupt 1% schafft das wirklich. Du gehörst dazu. Erzähl mal mir und den Zuschauern, wie ist es dazu gekommen? Wie hast du das geschafft? Ja, das ist natürlich ein sehr langer Weg. Ich meine, ich stand seit 43 Jahren auf der Bühne. Seit 30 Jahren stand ich als professioneller, selbstständiger Konzertmusiker auf der Bühne. Das ist ein langer Weg, ein steiniger Weg mit sehr grossen Brücken auch dazwischen. Heute wird in den Medien immer ein bisschen gezeigt, mit diesen Castingshows, wie man ein Star wird. Heute über die Nacht kann man eine Castingshow gewinnen und hat es dann erreicht. Das ist natürlich für eine Handvoll Leute oder Handvoll Musiker oder Sänger mag das funktionieren, aber der Real World ist ein bisschen anders. Das ist wirklich ein langer, langer Weg. Und, vielleicht kann ich ein bisschen sagen, was mein Geheimnis war, dass ich immer die Waagschale gefunden habe zwischen den Dienstleistern und zwischen den Selbstverwirklichern. Das heisst, ich habe als Dienstleister mit meiner Big Band, die ich jetzt seit 20 Jahren habe, Knochenjobs gemacht. Das heisst, Galas haben wir gespielt, wo wir 6-7 Stunden auf der Bühne waren. Entertaining gemacht haben, Leute unterhalten haben.
dort hat es auch gutes Geld gegeben. Und mit dem Geld, das habe ich wieder investiert dann für meine Jazzproduktionen. Und meine Jazzplatten sind im Moment werden hochgejubelt. Selbst in Los Angeles werde ich verglichen mit einem Gordon Goodwin, Sammy Nestig oder sogar Quincy Jones. Also die Platten Legenden. Haben sich wirklich etabliert in der Jazzszene. Aber es ist ein langer, langer Weg. Ein langer, steiniger Weg. Aber wie ihr gesehen, man kann es schaffen, oder? Genau. Was mich noch wundert, wir sind jetzt hier in der Villa Felber, das ist ja auch ein Eventpalast eigentlich für Menschen, die außergewöhnliche Erlebnisse wollen hier erleben, oder? Wie ist es dazu gekommen? Weil ich glaube, du bist ja nicht hier eingezogen mit dem Gedanken, da machen wir jetzt mega die Events, die unvergesslichen. Wie ist es dazu gekommen? Es war ein langer Weg. Also ich habe vor 6 Jahren mit meiner Familie noch in einem kleinen Dörfli in Thurgau gewohnt. Wir haben eine neue Nachbarin bekommen. Und da hat es nicht mehr gestimmt. Sie hat sich sehr aufgeregt, wenn ich Trompete geübt habe, wenn Kinder Lärme gemacht haben. Und so sind wir raus und haben die Augen offen für ein neues Haus. Und unsere Idee war immer, kein Nachbar mehr. Kein Nachbar, okay. Ich kann in einer Big Band proben und Aufnahmen machen. Per Zufall sind wir in der Sitzung hier mit dem Veranstalter. Sind wir an der Straße unten durchgefahren und haben gesehen, dass das zum Verkaufen ist. Ich selber komme von hier aus Ermatingen, lustigerweise. Aha. Wir haben aber nicht aus dem Grund hier ein Haus gesucht, das ist Zufall. Wir könnten, mit meinem Job könnten wir in New York, London und Paris irgendwo suchen, etwas zum Leben. Aber wo wir hier unten durchgefahren sind, haben wir spontan angehalten. Und der Zufall jetzt wieder, dass der Verkäufer auch gerade da war und der gesagt, ja, wenn sie das Haus anschauen. Und ich habe immer meiner Frau gesagt, ich will etwas, das wir nicht umbauen müssen, weil wir sind so viel unterwegs, wir haben sehr viele Tourneen gehabt, sind sehr viel in Deutschland unterwegs gewesen, dass wir gar keine Zeit haben zum Umbauen. Dann sind wir da hochgelaufen, haben die Aussicht gesehen, mitten in Reben, Aussicht auf den wunderschönen Bodensee. Und da hat sie uns den Ärmel reingenommen und gewusst, wir bauen um. Und dann haben wir wirklich, es war in einem desolaten Zustand gewesen, und auch den Club angefangen umbauen. Da. Das war eine nackte Betonhalle. Gewesen. Mhm. Und wir haben das alles mit sehr, sehr viel Flair gemacht und Stil. Und haben geschaut, dass alles sehr exklusiv wird. Und als es fertig war, bin ich mit meiner Frau hier in diesem Raum rein gewesen, und wir haben ein Gläschen Wein getrunken. Und haben gesagt, eigentlich ist es fast schade, um nur Proben und Aufnahmen zu machen in einem so schönen Raum. Und dadurch, dass ich schon so viele Jahre als Musiker unterwegs bin, haben wir auch ein riesiges Netzwerk. Wir kennen sehr viele Unternehmer, wir kennen sehr viele spannende Leute, kulturinteressierte Leute. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gründen den Club, den Felber Club. Und jetzt ist das gewachsen. Und jeden Monat gibt es jetzt hier ein Konzert mit irgendwelchen Stars, zum Teil Weltstars, die auf Ermatingen kommen. Durch mein Netzwerk, das ich als Musiker habe. Und das Lustige ist auch, aus dem Member Club ist dann der ein oder andere will heiraten. Und so sind auch Hochzeiten entstanden und mittlerweile sind wir jetzt 2 Jahre hintereinander als viertschönste Event-Location von der Schweiz gekürt worden. Und normal haben wir jedes Wochenende Hochzeit hier. Jedes Wochenende, das hören wir natürlich gerne, dass sich die Leute verlieben, auch in diesen Zeiten. Genau. Denke, Liebe ist wichtig, vor allem in diesen crazy times, die wir leben, oder? Also, alle, die noch nicht wissen, wo heiraten, Villa Felber. Genau. Schaut euch das einmal an. Ich meine, auf der Webseite sehen wir auch wirklich sehr schön, ein bisschen, wie das dann kann aussehen kann, oder? Jetzt ein schönes Video, wo man ein bisschen den ersten Eindruck bekommt. Also wirklich eine tolle Location. Wir gehen noch schnell in die Zukunft. Wir werfen noch schnell einen Blick in die Zukunft, was Musik angeht und die Technologie, die da immer mehr unser Leben bestimmt. Künstliche Intelligenz ist so ein Stichwort. Und für mich, ich habe jetzt schon Songs mitbekommen, die komplett von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden sind und gemacht worden sind und irgendwo her menschlich das Ganze, wie man Kunst herstellt. Also heute kann ich in einem Computer sagen, schreib mir einen Song auf Deutsch und ich bekomme einen Song. Woher führt das? Ich meine, du bist jemand, da sieht man, das ist dein Baby. Und, genau. Und du weißt, was man da muss machen, damit da richtige Töne rauskommen, echte Musik entsteht. Und ich meine, wir werden es später noch sehen, du hast einen wunderschönen Platz, wo man mit einer Band kann spielen kann. Woher führt das, dass es Songs gibt, die bereits von Computerintelligenz gemacht worden sind? Lassen wir in 20 Jahren nur noch Musik vom Roboter? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mensch auf der Bühne wird überleben. Es gibt zwar viele Junge, die heute gar nicht mehr wissen, wie Musik gemacht wird. Ich habe das selber erlebt. Mich schockt das immer ein bisschen. Ich meine, es ist unglaublich. Man kann heute Gitarrenriffs, man kann ganze Drumloops herunterladen. Die Maschinen sind unglaublich und tönen sensationell, aber die Bühne ist etwas anderes und ich bin ein Bühnentier, ich muss auf der Bühne sein. Und darum glaube ich auch, irgendwann wird der Markt übersättigt sein und man kommt wieder retour auf
die Live-Geschichte. Und ich liebe Interaktion auf der Bühne, mit dem Publikum arbeiten, man muss das spüren. Und darum liebe ich auch den kleinen Club. Ich habe viel lieber den kleinen Club wie die grosse Bühne, wo man vor Tausenden von Leuten steht. Ich meine, das ist cool, das ist lässig. Wünscht sich jeder, oder? Ja. Genau, aber ich habe lieber den Club, weil das kannst du mit allen Leuten arbeiten, du spürst die Leute mehr und es ist viel spannender. Und darum denke ich, das wird irgendwann wird das wieder zurückkommen auf Real Live Music. Wobei, ich meine, ich spiele auch bei ganz bekannten DJs spiele ich auf der Platte drauf und ich bin immer erstaunt, wie da zum Teil Platten produziert werden, wie Elektriker eigentlich, Computerprogramm. Ja, genau. Und Chapeau, ich meine, ja, es funktioniert, aber it's not my world. Das heisst, du wirst nie, also du glaubst nicht, dass in 20 Jahren auf der Bühne ein singender Roboter steht und die Leute trotzdem sagen, hey, das wäre cool, sondern wir wollen Menschen auf der Bühne sehen. Ich glaube auch, es gibt ja mittlerweile in Japan sogar einen Roboter, der Trompete spielt, mit Gummilippen gibt es auch. Aber, auch nicht so erfolgreich wie der Dani Felber. Hat mehr Medien gehabt, vielleicht weltweit. Ja, okay, ja, am Anfang und dann irgendwann ist es dann auch nicht mehr. Gell? Genau. Okay, jetzt sind wir gerade beim Erfolg, oder? Was du alles aufgebaut hast und das ist uns auch wichtig in der Corazonches Show, dass wir Edutainment machen können. Dass wir die Leute unterhalten mit diesen Gästen, die wir reden, aber dass man etwas mitnehmen kann. Von dir kann man viel lernen über Selbstverwirklichung und wie man sich selber etwas aufbaut vielleicht. Ein Legacy. Ich meine, am Schluss bei Leuten wie dir geht es eigentlich darum, was hinterlässt. Oder? Was bleibt vielleicht länger als mir selber dann irgendwann? Vielleicht sagen wir in 100 Jahren, das ist eine der geilsten Jazzplatten aller Zeiten und dann hast du es geschafft. Was sind deine Top 3 Tipps für Erfolg? Und jetzt nicht, weißt du nicht, lies Bücher und bist fleissig, sondern wirklich, was hat dich hierher gebracht? Ich glaube, der erste Punkt ist durchhalten. Mm. Und zwar nicht nur einen Monat, ein Jahr, sondern da geht es um Jahrzehnte, wie ich gesagt habe. Das ist ein steiler Weg. Jahrzehnte. Man bleibt immer dran. Ja. Glauben an sich selber und das Visualisieren. Was will man? Wo will man an? Viele Leute haben gar kein Ziel. Ich sehe es viele Junge, die wissen gar nicht, was sie wollen. Sie sagen, ja, ich will ein Topstar werden, aber wissen nicht, wie. Also, dass man eine Vision hat und dort drauf arbeitet. Mhm. Ich glaube, der zweite Punkt ist Qualität. Qualität wird überleben, gerade auch in einer solchen Situation, wie wir jetzt haben. Die Sachen, die Qualität haben, werden auch nach einer Krise sehr schnell wieder gefragt sein. Mhm. Und das heisst natürlich, dass man immer an sich selber arbeitet. Ich arbeite heute noch, wenn ich 4-5 Stunden an meinem Instrument probiere, mich zu verbessern. Ich probiere meinen Sound zu verbessern, ich probiere meine Lines zu suchen. Es ist never ending work. Ich weiß auch, mit 80 werde ich noch jeden Tag arbeiten und an mir mich probieren zu verbessern. Ja. Und da finde ich etwas sehr Wichtiges. Und der dritte Punkt ist natürlich unternehmerisch denken. Unternehmerisch denken, hä? Weil das ist etwas sehr Wichtiges. Da vergessen sehr viele Künstler, wenn sie sich gar nicht mit dem befassen. Weil das ist ein Job, den man macht. Mm. Und man muss das auch irgendwie können finanzieren. Mhm. Und darum sage ich eigentlich immer, es ist die 2K, Kunst und Kommerz. Wenn man da irgendeine gute Waagschale findet, mit dem einen kann man Geld verdienen, mit dem anderen kann man sich finanzieren. Mit dem Kommerz hat man das Geld rein. Genau. Ja. Und so habe ich jetzt jahrelang gearbeitet und man wird dann ein bisschen auch manchmal schubladisiert, vor allem in der Schweiz. In Amerika ist das nicht so. Ja. Aber wenn ich mit meiner Big Bands Galas-Jobs gemacht habe, 6-7 Stunden auf der Bühne, ist die Band zusammengekommen und ist tighter geworden. Man hat einen Bankruf angebracht und das spürt man dann auch auf meinen Jazzplatten. Die 2 Ks, he? Kunst und Kommerz. Für mich hat es funktioniert. Ja, das ist intelligent. Ja, das nehme ich, das tue ich mir in der Tore schreiben. Erfolg ist immer so eine Sache, jeder möchte es. Jeder möchte eigentlich ins Paradies, aber immer ist bereit, durch die Hölle zu laufen. Das ist ein bisschen da, wie ich es sehe, oder? Du hast gesagt, es ist ein Marathon und alle wollen im 110 Meter Sprint die Ziellinie. Forget it, ihr habt es gehört von Dani, es geht um Jahrzehnte, oder? Ich kann zum Beispiel noch sagen, wir sind sehr viel auf der Bühne gsi, wo meine ganze Band blutige Lippen hatte. Meine Bläser, wenn du 6 Stunden Trompete gespielt hast und Vollgas gemacht hast, dann hat dir alles wehtun am nächsten Tag. Du hast Knochen gespürt und eben, es ist ein langer, steiniger Weg. Aber es ist machbar auf jeden Fall. Genau. Gebt einfach nicht auf. Es ist schön. Der nächste Punkt, Schlagzeilen. Anekdoten, Erlebnisse. Ich meine, du bist jemand, du bist so viel rumgekommen. Ich meine, du kommst aus der Schweiz. Wir sind eines der schönsten, aber kleinsten Länder auf der Welt. Und du hast mit deiner Passion, mit deiner Musik überall hierher geschafft. Und du hast sicher unglaubliche Geschichten zu erzählen. Wir können leider nicht alle anhören, in diesem Format drin. Aber vielleicht hast du eines, egal was, wo du sagst, spannende Anekdoten, unglaublich vielleicht, crazy.
Kannst du uns irgendetwas erzählen von all deinen Reisen, von all deinen Erlebnissen, von all deinen Konzerten? Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Ja. In Afrika, Amerika, es gibt viele Leute, die ich getroffen habe. Es ist spannend. Eine glatte Geschichte ist zum Beispiel, oder was mich sehr geprägt hat, ist vor 2 Jahren, habe ich einen Videodreh auf dem Matterhorn oben. Auf dem Matterhorn? Und zwar mit dem Smoking und der Trompete. Und da war schon crazy, mit dem Helikopter in die Hörnli-Hütte, dort umsteigen, unten am Helikopter, rauffliegen, dann auf 4'500 Meter. Und dort abseilen und man merkt dann, es ist so schmal dort oben und der Helikopter hat mich nicht in der Mitte absetzen, habe ich so müssen anschwingen. Und dann stehst du dort oben, der Helikopter fliegt dann weg und du stehst dort oben mit dem Smoking und der Trompete und denkst, was machst du denn? Und dann stehst du oben, hast das Gefühl, die Welt gehört dir. Und dann kommt der zweite Helikopter, der dann filmen sollte mit der Cineflex-Kamera, das ist eine ganz teure Kamera. Ja. Und meistens sind die Kameras das Problem, weil die sind sehr sensibel. Mhm. Jetzt bei mir war es aber so, dass nicht die Kamera das Problem hatte, sondern der Helikopter, der hat nicht starten, der zweite. Okay. Der war in der Hörnli-Hütte unten und der hat einfach einen Motorschaden gehabt. Hat mir aber die Chance gegeben, dass ich 60 Minuten auf dem Matterhorn oben gestanden bin, ganz allein mit Smoking und Trompete. Kein Vogel, nichts. Ich war wirklich ganz allein dort oben. Ja. Und das ist sehr crazy gewesen. Amazing. Ja. Und ja, es gehen einem sehr viele Sachen durch den Kopf. Gerade eine Frage, was ist dir durch in 60 Minuten auf dem Motto? Du bist voll Adrenalin. Ja. Und ich hatte auch unter dem Smoking einen Taucheranzug angehabt, weil es hätte 20 Grad Minus haben können. Eben, es muss ja eisige Kälte sein. Ja? Ich hatte aber Glück gehabt, es ist knapp 0 Grad gewesen, also ich habe ihn noch geschwitzt. Ja. Und das Lustigste war dann auch, als der zweite Helikopter kam, ich habe dann gespielt und das Kamerateam und meine Frau, die das Making-of gefilmt hat, hat dann gesagt, du hast so coole Moves gemacht dort oben, das hat alles so cool ausgesehen. Jetzt ist aber die wahre Geschichte dahinter, ist unter dem Smoking, der Taucheranzug, die Arme von dem Neopren sind da unten gewesen. Und wenn ich die aufgenommen habe, sind immer wieder runtergezogen, weil ich es nicht mehr heben konnte. Und das hat irgendwie unlässig ausgesehen, aber es war nicht, weil ich das auch machen, sondern weil ich einfach nur fertig gewesen bin. Und der lustige Spruch vom Pilot war dann auch noch, wenn man dich wieder abholt, wenn das Seil kommt, dann mach nicht so. Sondern? Weil dann gehen wir zuerst gut zum Mittag essen, dann pressiert es nicht mehr, mit dich zu holen. Bleib einfach so und mach so und tu dann Seil einklinken, wenn wirklich Seil bei dir ist. Weil nebendran links und rechts geht es wirklich kilometerweise oben runter. Boah. Und es war eindrücklich gewesen. Und nachher war ein bisschen James Bond-Feeling gewesen. Unter dem Helikopter auf 4'500 Meter da über das Matterhorn schweben und wieder retour im Smoking. Das ist schon ist eine coole Geschichte. Das vergisst man nicht. He? Nein. Also, es ist ja auch noch wie der Daniel Craig gefühlt. Eben so wie kann es gehen, wenn man etwas richtig gut macht. Freunde, das war auf jeden Fall eine sehr coole Anekdote gewesen. Danke für das. Wir kommen zu... Klipp und klar, meine lieben Freunde. Ihr kennt es alle. Zwei Begriffe, du musst dich für einen entscheiden. Und vielleicht ganz kurz begründen, wieso. Okay. Gut, wir fangen an mit dem ersten. Blues oder Jazz? Blues, weil ohne Blues kein Jazz. Blues war Grundlage und aus dem Blues ist der Jazz entstanden. Okay, macht Sinn. Spotify oder ein CD? Als Musiker blüht das Herz, aber ich muss natürlich sagen Spotify. Ja. Weil ich habe tausende CDs im Keller, wo man könnte noch verkaufen, aber der Markt hat sich gewandelt. Man lebt von Spotify. Nicht finanziell, lohnt sich das nicht. Aber es ist eine unglaubliche Streuung. Auf der ganzen Welt kann man die Musik hören und es ist sehr spannend. Die Zeit hat sich einfach geändert und man muss sich am Markt anpassen. Man produziert heute für Spotify. Wobei ich jetzt gerade an einem LP dran bin. Freunde, ein Longplayer, für die wir es schon vergessen haben. Sehr schön. Jetzt gehen wir zum Land, Schweiz oder Amerika. Und jetzt müsstest du entscheiden, nur noch in einem Land dort zu sein. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich bin im Herzen bin ich natürlich ein Wahnsinns-Schweizer. Ich liebe die Schweiz, ich liebe unser Land. Vor allem merke ich das durch meine Reisen. Ich komme immer sehr, sehr gerne retour, vor allem hier im Thurgau am Bodensee. Glaube ich, ich mache ja amerikanisches Kulturgut eigentlich mit Jazz und Swinging und Big Band Musik. Amerika liegt mir sehr, sehr am Herz. Jetzt seit dieser Pandemie, seit dieser ganzen Geschichte, weiss ich aber nicht recht, wann ich antworten soll. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich jetzt alles weiterentwickelt. Ich will gerne in der Schweiz bleiben, aber we never know, wo es hingeht. Und darum kann ich die Frage im Moment nicht beantworten. Wir schauen nochmal, was auf uns zukommt, Freunde. Tough times. Der nächste ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, Bühne oder Studio, wenn du jetzt nur noch einem Ort kannst sein. Bühne.
Aber dir tust du es vorher schon ein bisschen andeuten. Ich liebe das Publikum, ich liebe die Interaktion, ich liebe auch, wenn Sachen passieren auf der Bühne, wenn man mit guten Musikern zusammen schafft, dann lebt das, dann passieren Sachen, wo man nicht planen kann. Ah. Im Studio kann das auch passieren, aber es ist anders, wenn man mit 20 Musikern ins Studio geht, dann schreibe ich für alle die Musik, mache überall die Leadsheets, die kommen, lesen und man hat keine Zeit, um und es ist auch eine Geldfrage, da aus Fun produzieren, da muss jeder kommen und seinen Job machen. Mhm. Aber auf der Bühne können Sachen passieren, da können ganz andere Geschichten rauskommen, wie man geplant hat. Und das liebe ich. Ich bin ein Bühnentier. Ja, on the stage. Dann die nächste Frage, denke ich, erübrigt sich. Schweigekloster oder doch Diskothek? Wo sieht man den Dani Felber? Das ist auch spannend. Das sind die Frage. Privat bin ich im Schweigekloster. Ich mag sehr, sehr gerne Ruhe. Ich mag Natur. Ich mag Kreativität finde ich in der Ruhe. Ja. Aber natürlich jobmäßig habe ich gerne Action. Dann ist wieder Disco. Dann liebe ich, wenn der Club voll ist. Dann liebe ich, wenn Konzerthäuser voll sind. Darum privat und Job sind zwei verschiedene Antworten. Und tut sich sicher auch gut ausgleichen. Oder? Genau. Wir reden immer von dieser Work-Life-Balance, meine Freunde. Die nächste nehme ich wunder. Eher auf dem Fahrrad oder im Privatjet? Wo sehen wir denn da? Das ist die gleiche Geschichte. Privat bin ich gern auf dem Velo. Ich liebe Natur. Aber geschäftlich bin ich sehr gern mit dem Jet unterwegs. Ich habe einen Freund, der einen Privatjet hat und ich habe schon ein paar Mal dürfen auch mit dem Privatjet wirklich rumfliegen und auch jetzt in der jetzigen Zeit macht es viel einfacher, wenn man mit dem Privatjet rumfliegen kann, wie mit einer Passagiermaschine. Aber es ist natürlich nicht Daily Business, das sind Ausnahmen. Aber der Traum von vielen, vor allem von den Jungen, oder? Ich warte mal. Genau. Eben, es ist ein langer Weg, wie schon gesagt von dir, oder? Die nächste ist ein bisschen reisserisch gestellt, Anarchie oder dann doch Hörig im Staatsapparat. Wo ist Dani eher zuzuordnen? Kann man das sagen? Da hat sich jetzt auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Mehr Anarchie, würde ich sagen, weil wir haben so einen Bürokratismus bekommen. Wir haben sehr viele Ämter, wo Leute irgendwelche Statistiken schreiben, die gar nicht mehr wissen, woher das ihren Lohn bekommen, woher das Geld kommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehr viele Unternehmer haben, weil unternehmerisch tätige Leute tragen auch eine Wirtschaft. Und darum finde ich, man sollte so frei wie möglich können arbeiten und selbstständig unternehmerisch tätig sein. Und darum eher richtig Anarchie. Eher, wenn du entscheiden müsstest. Spannend auf jeden Fall. Ja, da tun sich die Meinungen sowieso scheiden, oder? Aber die Meinung soll immer noch frei bleiben. Wir wollen die Meinungsfreiheit behalten in der Schweiz, oder? Und auch die Demokratie, für die wir stehen. Genau. Das muss ich nochmal extra betonen an der Stelle. Welttournee oder Familienurlaub? Ja, da hat sich jetzt natürlich im letzten Jahr auch ein bisschen klar herauskristallisiert. Mir sind 300 Konzerte abgesagt worden. Boah. Und das ist natürlich für mich... Ja, im Jahr, oder was? Ja, jetzt über die ganze Pandemie. Ja. Leck da! Halb Jahr, zwei Jahre fast. Ja. Wahnsinn. Das ist, ist wirtschaftlich ist das Problem. Und das andere ist natürlich auch, ich lebe von der Bühne. Ja. Ich bin auf der Bühne und das fehlt. Und darum muss ich jetzt sagen, jetzt will ich wieder auf die Bühne, ich will wieder Tourneen machen. Und das wird auch wieder kommen. Da freuen wir uns schon. Zweitletzte Frage, digital oder analog? Analog. Oh, das ist aber ganz schnell. Ja, ich liebe analog. Ich meine auch, es ist auch eine Einstellungssache. Ich meine auch, ich mag analoge Verträge, ich liebe Handschläge. Ich meine, Bauern in der Schweiz können das noch machen, die machen Handschläge und machen so Sachen ab. Und ich habe auch mit meinen 20 Musikern habe ich Handschlägverträge. Ah, ja. Wir können alles nur per Handschlag abmachen. Und das funktioniert hervorragend seit über 20 Jahren. Und auf der Bühne, mit digital kann man heute alles verfälschen. Jeder Sänger, jeder Instrumentalist kann eine unglaublich gute Aufnahmen machen, kann sich präsentieren. Aber der Real Stage sieht dann anders aus. Wenn man vorne muss sein und eine Zahl von Leuten muss entertainen, es ist nicht immer einfach, um den Funken zu springen zu lassen. Ja. Das ist harte Arbeit und da braucht sehr viel Erfahrung. Und darum analog funktioniert es und digital ist es schwierig. Absolut. Ich hoffe, wir werden uns kein Hologrammkonzert in den nächsten 20 Jahren gönnen, sondern noch in Echtzeit oder echte Menschen auf echten Bühnen. Sehr schön. Wir kommen zu der letzten Frage, die du musst entscheiden. Auch hier extra ein bisschen reisserisch. Hohle Erde oder dann undefinierbares Flugobjekt? Wo fühlt sich der Dani mehr zu Hause? Okay. Oh, gosh. Ich würde sagen, UFO. Ich hoffe im Moment, dass irgendwann etwas kommt,
sag jetzt mal vom Himmel oben runter, wo die Momente, die Situationen, die auf der Welt haben, auflöst. Ob das irgendein Mensch oder irgendeine Schwingung ist oder irgendein Flugobjekt, ich weiß es nicht, wo einfach die Situation ändert. Ich meine, es wird unterdrückt, dass wir ein Immunsystem haben, das arbeitet für uns, aber es wird propagiert, die Pharmaindustrie. Und ich hoffe einfach, dass irgendwo wieder die Schwingung kommt, dass wir Lebewesen sind, die mit der Natur groß geworden sind, und dass man wieder auf das Retour kommt. Und ich glaube, das kommt, das wird irgendwann einmal von oben kommen. Vielleicht ist es ein UFO. Ich hoffe so, oder? Es hat einmal einen amerikanischen Präsidenten, ich glaube, es war Ronald Reagan, ich bin mir nicht behaftet darauf, der hat einmal gesagt, weißt du, wenn einmal von einer anderen Welt aus Bedrohung würde auf unsere Erde kommen, dann würde das uns Menschen wieder zusammenführen. Das ist ja so, genau. Und da hat er einmal gesagt, ja, Freunde, you never know. Ich glaube, wir werden es im Fernsehen gesehen oder in den Medien, wenn es so weit wird. Letzter Punkt, Weltfrieden. Was fällt dir dazu ein? Das stelle ich immer und überall. Wir sind jetzt in der 45. Folge übrigens. Danke euch, ihr habt es möglich gemacht. Weltfrieden, was fällt dir ein, Donny? Weltfrieden? Möglich oder nicht? Was denkst du da? Lassen uns Musiker wieder arbeiten, wenn wir wieder dürfen Musik machen und die Leute zusammenbringen. Das ist unser Job. Ja. Und Musik verbindet. Jawohl, und das ist Musik so. Können wir, ich habe auf der ganzen Welt gespielt. Man kann Leute zusammenbringen. Ja. Wir haben Politiker, die man zusammenbringen kann. Ja. Und das gibt Weltfrieden. Und das ist leider jetzt im Moment gehabt. Und ich glaube, wenn wir uns wieder arbeiten lassen, dann sind wir auf dem rechten Weg. Word up auf jeden Fall. No words needed. Michael Jackson in aller Ehre. Er hat es auch schon gesagt. Lass uns Musik machen, das ist ja Dani Felber. Ich bin näher, dass wir hier da sein können. Wir sind noch nicht fertig, wir machen jetzt noch einen kleinen Rundgang. Wir dürfen noch ein paar Orte hineinschauen vom Dani Felber. Und dann am Schluss gibt es noch etwas auf die Ohren natürlich. Ich würde sagen, bleibt dran, meine Freunde. Bis nachher, das ist der Dani Felber, Ladies and Gentlemen. Ja, yeah, man. Peace. Ladies and Gentlemen, we are proud to present Dani Felber. Let's go. Hey, willkommen in der Villa Felber, schau gut her, da findest du den Eingang selber. Der weltbekannte Big Band Leader sorgt für gute Laune auch in der Krise. Täglich hört er auf der Trompete, es fliegt bekanntlich kein Meister vom Himmel. Schon lange spielt er mit in der Champions League von der einzigartigen Jazzmusik. Er hat den Style und bringt den Swing, gute Show spielen, das ist sein Ding. Von den USA nach Hermatingen, wissen all der Dani, er schafft's immer. Von Pete Cutler zu der Lisa Dobi, alle sind Dogs, aber Members only. Dani, du kannst stolz sein auf dein Lebenswerk. Musik macht Leben erst lebenswert. Ey! 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 Danke für den Besuch. Danke dir vielmals, es hat mich sehr gefreut auf jeden Fall. Und ihr habt jetzt hoffentlich einen Einblick bekommen in Dani seine Welt. Und bleibt gesund, wir sehen uns zum nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Schaltet ein, Dani, danke für alles. Gell? Amen. Cool. Hat mich sehr gefreut. Danke vielmals, danke vielmals. Bis bald. Ciao miteinander. Tschüss zusammen. Kommen wir mit, Freunde. Wir gehen heim zu, wie ihr seht. Schaut euch das an. Hä?
So wird man gerne empfangen und so gehen wir auch gerne wieder heim, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine neue Cora Sanchez Show. Wir sind beide Leute daheim, wie ihr seht. Wir tauchen in die Welt ein vom Dani. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein unglaublicher Mensch, der Unglaubliches erreicht hat und an einem unglaublich schönen Ort wohnt. In dem Sinn, bleibt gesund, Freunde. Gebt nicht auf, es ist eine schwierige Zeit für uns alle. Ich weiss, wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Und träumen gross, Dani hat es auch gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heisst, Cora Sanchez Show Around the World, bei den spannendsten Menschen überhaupt daheim. Auf Durchfühlung. Freunde, bis bald. Ich liebe euch doch, ihr wisst das. Euer Cora. Tschüss zusammen.